Also, wir machen da jetzt ein bisschen. Lies. Der Schlagzeuger von der Band am Lesen ist. Kleines Kapitel noch. Punk's Not Dead, Nummer 7. Da machen wir noch 2 Minuten. Ja, also Punk's Not Dead. Warte, mach mal kurz einen Cut, du hast einen Schluck auf, gell? Den muss ich rausschneiden. Okay. Kurze Bierpause, Schluck auf, reingebaut. In der Zwischenzeit mache ich nochmal ganz kurz hier, damit die Leute sich an das Cover erinnern. Und Action! Okay. Punk's Not Dead, PM Shangelite und eine adrenalisierte Schwertkämpferin. Jedes Kapitel ist mit einem Songtitel unterlegt, der heißt in dem Fall Polizei SASS. Wenn ich unterbreche, ist das möglich, dass er hinterher sogar eine CD zu dem Buch gibt? Gibt es ja manchmal kann, also in dem Ding da eine CD eingebunden? Nee, da wird keine, aber ich denke mal, die Single, die kann man auf jeden Fall dann downloaden. Download ist mal ein gutes Wort. Jetzt gratis viele. Download bei MySpace. Ach, nimm da ruhig 10 Euro vor. Kannst du überall runterladen. Jetzt halt 12 Euro fürs Download. Ja. Polizei SASS, okay. Die frische Luft tut gut. Herr Blümchen, Kurtchen, Holgi und ich sind wieder am Start. Wanken wie in alten Zeiten, aber wir fallen nicht. Und Radu, unser neuer Freund im Vorprogramm, wankt mit uns. Trinken uns durchs Lehmitz, runter zum blauen Peter 4, schwadronieren über Frauen, Punkrock und den Sinn des Lebens. Gegen 5 Uhr singen wir gemeinsam If the kids are united, then we'll never be divided von Champ 69 und warten in der Station St. Pauli auf die U-Bahn. Nachdem wir im vordersten Waggon die Verkaufsanzeige für Herrn Blümchens Bäckerei und den noch zu bauenden Backstopp gedanklich entworfen haben, verbietet uns Herr Blümchen, weiter Herr Blümchen zu ihm zu sagen. Beschwingt steigen mein neuer Künstlerfreund Doppel-Z, Kurtchen, Holgi, Radu und ich an der Station Borgweg aus. Ein Bus ist nirgends in Sicht. Und so bahnen wir uns erneut Schlangenlinien ziehend den Heimweg voll wie die Amtmänner. Den Streifenwagen neben uns haben wir zunächst gar nicht bemerkt. Arglos rufe ich dem uniformierten Fahrer zu, verhaften Sie diesen Mann, und zeige dabei auf Herrn Blümchen aka Doppel-Z. Das findet zumindest der Beifahrer offenbar nicht lustig. Auch nicht, als ich lauthals den alten Slime-Klassiker zu singen beginne. Bullenschweine, Bullenschweine in der ganzen Welt, Söldner aller Staaten, Schläger für wenig Geld, verteidigt euren Scheißstaat, wisst selber nicht warum, ihr Scheißpolitiker freuen sich, verkaufen euch voll um, Polizei ist ASS, geht genau in BGS, Polizei ist ASS. Können wir dreimal machen. Okay. Dann können wir auch nochmal einspielen mit dem Original, das ist natürlich viel besser. Ja, aber wenn das normal singt, gibt es einen Drama. Der Drama ist ein Arsch hier. Nach dieser Gesangseinlage entscheiden sich die Schutzmänner spontan, ihr Fahrzeug auf dem Gehweg zu parken. Und der Beifahrer springt natürlich ausgerechnet auf mich zu. Schönen guten Morgen, Ihre Ausweise bitte. Ich schaue mich um. Kurtchen und Urso sind verschwunden. Doppel-Z tut sofort, wie ihm geheißen, und auch ich und Holgi fingern das geforderte Dokument aus unseren Hosentaschen hervor. Der Polizist begutachtet meinen Perso. Ja, wen haben wir denn da? Hornig, so voll des süßen Weines. Mein Name ist Shangelite, PM Shangelite. Ich lasse Sie vielleicht heute Nacht nochmal ziehen. Aber talken Sie mir nochmal über den Weg, werden Sie Ihr blaues Wunder erleben. Verstanden, Hornig? Soll das eine Drohung sein, raune ich. Hör mal zu, hast du keine Ohren oder was? Raunst mich der Polizeimesser an. Halt die Klappe, Toni, versucht Künstlerfreund Doppel-Z zu beschwichtigen und schiebt mich beiseite. Holgi guckt derweil Löcher in die Luft und pfeift unhörbar. Nun gesellt sich der Kollege von PM Shangelite zu uns und drängt seinen Kollegen ein Stück von mir weg. Ich glaube, ich kenne den Typen. Irgendwoher kenne ich den, sagt Shangelite und schaut mich dabei nachdenklich an. Dieser Shangelite ist genau die Sorte Mensch und Bulle, die mich und uns schon früher abgenervt hat. Und natürlich beruht diese Abneigung auf Gegenseitigkeit. Ich verstehe wirklich nicht, was der von uns will, außer provozieren. Also sage ich, Meister Shangelite, kann ich mal bitte Ihre Dienstnummer sehen? PM Shangelite erstarrt. Doppel-Z und Holgi, die gerade ihre Ausweise dem Kollegen gereicht hatten, wenden sich resigniert ab
und blicken hilfesuchend zu dem anderen Polizisten. Schangelei ringt nach Luft, reißt sich die Dienstmütze vom Schädel, den im Stirnbereich eine hässliche Narbe ziert, und das ist wichtig, zeigt mit dem Finger auf seine Kappe und zischelt einen leisen Fluch vor sich hin. Ich gebe mich unbeeindruckt. Ihre Dienstnummer bitte, Herr Schangleit. PM Schangleit fuchtelt nach Worten ringend mit seiner verschwitzten Uniformkappe vor meiner Nase herum. Ich schaue ihn ungerührt an und bemerke, dass sein linkes Auge zu zucken beginnt. Dieser Bulle steht ganz schön neben sich, denke ich, als er auf das Innenfutter seiner Dienstmütze tippt und lospoldert. Du willst meine Dienstnummer, Punk? Bist du blind oder was? Was steht hier, Punk? 8:50 lese ich. Dann hätten wir das ja auch geklärt. Schangleits Kompagnon zuckt entschuldigend die Schultern, gibt Holgi, Herrn Blümchen und mir die Ausweise zurück und redet beruhigend auf Schangleit ein, der sein 58er-Cappy wieder auf seinen kantigen Schädel stülpt und weiter auf mich einschimpft. Dienstnummer will er haben, Horn, ich sieh dich vor, Punk. Ich krieg dich. PM Schangleit nimmt widerwillig auf dem Beifahrersitz Platz. Der Streifenwagen fährt los und irgendwie schwant mir, dass ich diesen Käppchenträger des Tages nicht zum letzten Mal gesehen habe. Sag mal, Toni, ich habe zwar mächtig einen Sitzen, aber Schangleit, von dem hat Radu doch heute gesprochen. Passt bloß auf, dass du dem nicht nochmal begegnest. Der hatte ich auf dem Kieker. Holgi scheint besorgt. Hast du Schiss vor so einer Doppel-Null, Mann? Holgi, du enttäuscht mich, sage ich. Lieber gröle ich dem Polizeiwagen einen weiteren Slime-Refrain hinterher. Wir wollen keine Bullenschweine. Lass gut sein, sagt Doppel Z und legt mir den Arm auf die Schulter. Mein bester Freund hat noch eine volle Astra-Dose, die trinken wir leer. Ich taumle ein bisschen und falle in die Arme von Doppel Z und Holgi. Mann, oh Mann, Toni, horny, hornig. Du bist sowas von dudeldick und hackedicht. Danach weiß ich nichts mehr. Ach ja, die Dienstnummer von Shanghai, die habe ich mir gemerkt. Okay.